Ja, hallo. Ich melde mich jetzt wieder hier vom Parkhaus, wie man sieht. Hier das Parkhaus. Es ist jetzt 4 Uhr, kurz nach 4, und ich habe extremes Ohrensausen und ich höre mein eigenes Wort kaum noch. Aber dafür habe ich JTAG gesehen, habe Kiao und Albert gesehen und natürlich Above and Beyond. Und es waren auch, so wie ich es gesagt hatte, Jono und Toni da, Paavo leider nicht, den hätte ich auch gern gesehen. Und dann habe ich noch Ronski Speed, habe ich auch noch gesehen, aber nicht bis zum Schluss, da bin ich dann mittendrin gegangen. Above and Beyond haben mindestens ein neues Lied gespielt. Man muss sagen, es ist schwer, Songs zu erkennen in einer Disco, also das fällt. Ist mir aufgefallen, das fällt ziemlich schwer, weil der Sound einfach nicht so klar ist wie jetzt auf meinen AKG-Kopfhörern. Aber trotzdem natürlich ein sehr schönes Erlebnis. Und Above and Beyond haben auch Thing Called Love gespielt oder wie es vorher hieß, Sun and Moon, was wahrscheinlich die no nächste Single wird, die Eröffnungssingle für das neue Album, schätze ich mal. Das wird man sehen. Ja, Stoneface und Terminal, die noch später kommen. Nach Ronski Speed, die habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist mir aber auch nicht so extrem wichtig. Wie gesagt, das Ohrensausen, das ist schon extrem, muss ich sagen. Also damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber naja, ansonsten, wie gesagt, jetzt ist. Ach so, und ich muss noch eine Geschichte erzählen. Vorhin, als ich wieder hier ins Parkhaus wollte, habe ich erstens nicht die Treppe zum Parkhaus gefunden, habe ich überall gesucht. Hier sind überall Häuser, die Kulturbrauerei ist ja hier, da sind überall Gebäude. Habe ich überall geguckt und dann habe ich gesehen, wie zwei oder drei Leute so eine Treppe runtergegangen sind, die im Freien war. Eine Treppe, die in den Untergrund führt, so wie eine U-Bahn-Treppe oder so. Bin ich dann hin, habe gesehen, aha, da geht's runter und bin dann runter. Und dann habe ich aber festgestellt, dass man das Parkticket haben muss, um wieder in das Parkhaus reinzukommen. Und ich hatte das Parkticket aber natürlich im Auto gelassen. Könnt euch schon denken. Und da habe ich gedacht, Scheiße, was machst du jetzt? Neben der Tür stand dann so eine Tafel, da stand drauf, dass falls man das Parkticket vergessen hat, könnte man durch den Eingang reinkommen. Aber da ich vorhin schon mal beim Eingang war, habe ich gesehen, dass der zu ist, runter, weil das Parkhaus geschlossen ist. Wäre ich da auch nicht reingekommen. So, da habe ich gedacht, Scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann kamen aber zum Glück zwei Leute, also ein Mann und eine Tochter, schätze ich mal. Und ich habe mich dann einfach dabei gestellt und ja, bin dann einfach mit rein. Habe ich Glück gehabt, dass die nicht gesagt haben, na, zeigen Sie mal die Karte oder so. Habe ich Glück gehabt, ich bin einfach mit reingehuscht. Also da hatte ich schon richtig großes Glück gehabt, muss ich sagen. Ja, das war so grob der Tag von heute. Wie gesagt, es ist jetzt 4:15 Uhr. Ich bin immer noch in Berlin. Das heißt, wenn ich jetzt nach Hause fahren würde, wäre ich so um, ja, 8:30, 9 so zu Hause. Eher 9. Und ich weiß jetzt noch nicht, was ich mache. Wahrscheinlich fahre ich jetzt auf einen Rastplatz oder so. Und werde mich da ausruhen ein wenig. Ich habe auch hier eine Decke dabei, wie man hier sieht. Hier eine Decke und ein Kissen. Weiß ich noch nicht, ob ich hinten hinpasse oder wie ich das jetzt genau mache. Das weiß ich nicht. Aber naja, vielleicht melde ich mich dann später nochmal. Ciao. Thank you.
sieht es schon hell. Also man könnte glatt meinen, ich wäre noch nicht da gewesen.